Hallihallo und willkommen zurück bei Let's Play Stealth Bastard. Wir steigen gleich mal an ein Level, das heißt Numero. Und das sieht schon mal interessant aus. Ich glaube, die hätte ich nicht drücken sollen, das wollte ich gar nicht drücken. Ah, okay. Wir müssen offenbar, also ich habe keine Ahnung, wie das jetzt genau ablaufen wird, aber ich drücke diesen Schalter und da erscheint eine Nummer und da steht 6. Und ich vermute mal, ich muss mir hier die 6 zusammenklicken. Und ich vermute auch, dass das komplexer wird. Sieht aber jetzt irgendwie ähnlich aus. 8, 10, 11. Noch sieht's nicht so schwer aus. Muss ich mal sagen. Okay, was haben wir denn jetzt? Wir haben 0, 3, 6, 9. Soll ich die am Stück basteln? Moment, das sieht aus wie führe die Reihe weiter. Hier oben ist nämlich so eine Art leeres Feld. Wenn ich davon ausgehe, dass wir jetzt auf die 12 kommen, dann aktiviere ich hier mal die 12. Jawohl. Okay, jetzt ist also so ein kleines Rätselspiel, wie diese eine Episode mit den Fibonacci-Zahlen, die wir mal hatten. Oh Gott. Okay, also, wir rechnen 5 dazu und dann 1 dazu. Und dann 5 dazu und dann 1. Das heißt, wir wären jetzt bei 17. Also das, was fehlt, wäre 17. Das wäre dann 16 plus 1. Cool. Ich hab's drauf. Ich hab's total drauf, was Zahlen angeht. Ich merk's schon. Ich hasse solche Ergänze-die-Reihe-Sachen. Das kriege ich nie hin. Da mache ich immer Fehler. 6, 11, 17, noch was 32. Okay. 6 zu 11 wären 5. 11 zu 17 wären plus 6. Plus 7 wären wir bei 24 und plus 8 bei 32. Ja, dann gehe ich mal davon aus, dass wir die 24 suchen. Das müsste dann 16 plus 8 sein. Ja, sieht gut aus. Okay, dass hier Roboter stehen, macht mir ein klein wenig Sorgen. 9, 5, irgendwas 0. Minus 4. Minus 3. Minus 2. Von 9 auf 5 wären 4 weniger. Von 5 auf 2 wären 3 weniger. Und von 2 auf 0 wären 2 weniger. Ich sage mal 3. Oh Gott. Okay, das war offenbar nicht richtig. Es hat was mit den Robos links zu tun? Ja? Nein? Vielleicht? Einfach alle Robos platt machen? Die 2 geht nach oben und ich gehe tot. Moment, da war was mit 2. Hatte ich 3 gesagt? Ich meinte eigentlich nur 2. Wir haben ja bald alle Möglichkeiten durch. Sagen wir 5? Ich weiß gerade wirklich nicht. Ah, ich möchte diesen Roboter nicht töten, weil er nach oben geht und uns jetzt die Türen öffnet. Und wir dürfen uns beeilen, schätze ich mal. Oh oh. Was passiert jetzt? Die Laser gehen weg, wir dürfen hier was drücken. Und wir sollten uns beeilen beim Drücken. Kapiert. Gut, dann komm doch nochmal näher, mein lieber Robo-Freund. Du wirst mir ganz dolle helfen. Laser weg. Schnell das Ding drücken. Okay. Nach und nach oben. Ich muss jetzt wirklich warten, bis der Kerl... Ich darf jetzt warten. Wunderschönes Spieldesign. Nein, okay, es ist, muss ich jetzt sagen, nicht so dolle, dass ich jetzt hier bald eine Minute warten muss, nur weil ich es nicht hinkriege, in einem weiterzuspringen, weil ich mir da nicht ganz sicher war, ob das... Das heißt, glaube ich, Containment Field, ob das wirklich verschwindet in dem Moment. Ich springe von unten weiter, damit ich nicht irgendwie gegen die Decke knalle. So. Jetzt geht erstmal das Feld weg. Wir gehen durch. Das geht weg. Ich darf... Oh Gott, ich darf mich zwischen diese fucking Laser stellen. Juhu! Freude, Freude. Das ist ja schlimmer als diese andere Containment Field Scheiße. Moment, wie soll das denn funktionieren? Pixel perfekt. Soll ich mich da zwischen die Laser stellen? Ist das dein Ernst? Ich werde mal kriechen, damit ich so ein bisschen mehr Kontrolle habe. Okay, keine Ahnung. Ich kann mal abwarten. Und sollte da vielleicht trotzdem reingehen. Nein, das sind 4 Schalter. Das dürfte für 4 Laser reichen.
Irgendwie macht mir das Sorgen. Okay, das ist wirklich eng. Ich muss extrem eng an diese Laser ran. Und mit der Gamepad-Steuerung, ich überlege gerade, ob ich eventuell kurz auf Tastatur umschwenke. Ich habe manchmal das Gefühl, mit der Tastatur genauer arbeiten zu können. Ist nur so ein Gefühl. Aber es ist mein Gefühl. Wow. Das war immer noch nicht nah genug. Ich habe Angst, in den Laser zu rennen. Ist ja wohl offensichtlich. Probieren wir es aber nochmal. Oh Gott. Ja, so nah ungefähr möchte ich daran. So nah möchte ich daran. So nah möchte ich daran. Jawohl. Oh mein Gott. Ich darf die Scheiße nochmal rückwärts machen. Oh, wie toll. Sag mir bitte, dass ich wenigstens einen Save Point habe für den Fall, dass ich das hier versemmle. Okay, ich habe es nicht versemmelt. Dank der Tastatur womöglich. Jetzt schnell hier durch. Wo komme ich jetzt lang? Ich komme jetzt hier weiter und runter. Was ist das hier? Eine Art Lüftungsschacht. Sieht schon mal gut aus. Und ich komme hier... Oh Gott. Was? Gut. Gut, dass der Speicherpunkt halbwegs vernünftig liegt. Ich falle hier runter. Und ducke mich sofort. Und bleib einfach mal die ganze Zeit geduckt. Na, wie klingt das? Gut, ich schätze mal, ich möchte jetzt hier rüber. Eieiei. Das Level schafft mich ein klein wenig. Ich mache mir ja noch mehr Sorgen, dass ich hier irgendwo zwischen diesen ganzen Dingern hoch muss. Der Pfeil nach links, der ist auch irgendwie nicht gerade hilfreich. Oh mein Gott, wie bin ich da lang gesprungen? Wo zur Hölle muss ich hin? Wo muss ich lang? Ronald, lieber Autor, sage mir, Mr. Numero. Moment, ist das hier? Steht das hier wieder für Nummern? Ich hoffe sehr, dass nicht. Oh Gott. Muss ich hier hoch? Nein. 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 Und hier? Nein. Und hier? Nein. Wo muss ich lang? Hilfe! Ich muss irgendwo bei dir. Irgendeiner dieser Nummern muss ich hoch. Ganz bestimmt, weil es scheint da nach oben, Mobala, nach oben weiterzugehen. Und ich muss da halt nur irgendwie hinkommen. Da kommen diese Sägen. Hier erscheinen überall die Steinchen. Was will mir das Spiel denn damit sagen? Dass ich nicht in die Sägen springen soll. Vielleicht muss ich... Ah, bei dem dicken Block könnte ich es noch probieren. Das erscheint mir möglich. Und ich glaube, dieser Pfeil steht nur dafür, dass an der Stelle gerade... Oh, da komme ich auch nicht rein. Hilfe! Ich weiß echt nicht, wo ich lang muss. Ich bin kurz davor aufzugeben, um ehrlich zu sein. Weil ich keine Ahnung habe, was ich hier tun soll. Ich kann mich die ganze Zeit ducken. Was ich sagen wollte, dieser Pfeil steht, glaube ich, wirklich nur dafür, dass irgendwo auf der anderen fucking Seite der Robo irgendwas macht. Oh Gott, hier kann man durch. Das ist ja minimal klein. Gut, aber zumindest weiß ich jetzt Bescheid. Oh, 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 oh. Okay. Ducken und immer so ein bisschen weiter nach links gehen. Und oh, 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 oh. Und ganz ruhig bleiben dabei. Das Ding kommt näher, aber es geht auch wieder weg. Das kommt näher, aber es verschwindet auch wieder und ich krieche munter weiter. Das sieht machbarer aus, als ich vorher dachte, muss ich zugeben. Und es sieht so aus, als käme ich hier durch. Jawoll! 41749, was? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 plus 3 sind 4, plus 3 sind 7. Okay, wenn wir das als Reihe irgendwie betrachten, 4. 3 weniger sind 1, 6 mehr sind 7. 3 weniger sind 4, 5 mehr sind 9. 3 weniger wären trotzdem 6. Jawoll! Das sieht gut aus. Ich
komme hier irgendwie hoch. Okay. Ah, da erscheinen immer wieder diese kleinen, whoopala, diese kleinen Plattformen. Und das sieht aus wie Le Big Boss persönlich. Und irgendwie gruselig. Would you like a gold star? Nee, ich würde ja eigentlich gerne nur gewinnen. Was? Wie soll ich da langkommen? Hier, so. Oh Gott. Wie springe ich da jetzt am besten ran? So, mit Anlauf. Ah, da ist keine richtige Decke. Kapiert. Wow, und ich kann kaum zählen, wie viele Schalter wir dafür drücken mussten. Offenbar fast alle. Vermutlich 9 Stück. Wahnsinns-Level auf jeden Fall. Ich gebe echt mal 5 Sterne. Es hat sehr viel Spaß gemacht. War einiges an Knobelarbeit rumprobieren notwendig, aber hat mir super gefallen. Und ich würde sagen, damit hätten wir es für heute. Ich hoffe, es hat euch ebenso gut gefallen. Mir hat es echt ziemlich gut gefallen, bis auf diese Stelle, wo ich fast verzweifelt wäre am Ende. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann!